Livestreams bei Veranstaltungen aufgeteilt auf die einzelnen Themenblöcke oder ein gesamter Livestream von den gesamten Tag? Diese Frage bekommen wir öfters. Und öfters gibt es die Frage, Mensch, wir wollen gerne unseren Livestream, unseren Tagesstream von einer Veranstaltung, von einer Konferenz aufteilen in einzelne kurze Livestreams. Jetzt hat man folgendes Problem. Eine Veranstaltung, ein Panel beendet, wird beendet und gleich geht sofort das nächste weiter, der nächste Themenpunkt weiter. Wie ist das Ganze? Brauche ich da unterschiedliche Streaming-Keys für diese ganzen Events? Geht das mit einem Streaming-Key? Und dies möchten wir heute mal in einem Live-Experiment probieren und ich möchte euch das Ganze zeigen. Also, die Arbeitsthese ist, wir haben eine Konferenz mit 4 Tagungspunkten oder 3 und es ist jetzt so, dass der erste Konferenzteil läuft. Dann wird ganz, ganz schnell in 30 Sekunden wird auf der Bühne gewechselt und der nächste Event fängt an. Und wir wollen beides in einem einzelnen Stream haben. Geht das, indem ich zum Beispiel nur das mit einem Streaming-Schlüssel mache und das nur in der YouTube-Software starte und schließe? Und das Ganze wollen wir jetzt einfach mal ausprobieren. Und wir haben bei uns große Diskussionen gerade im Büro dazu gehabt, ob das klappt oder ob es nicht klappt. Und deshalb muss ich mich erstmal ganz kurz beruhigen mit einer Tasse Kaffee. Moment. Schmeckt sehr lecker bei uns im Büro. Ihr könnt uns gerne mal besuchen. Und jetzt legen wir zusammen erstmal 3 Events an, 3 Live-Events an mit einem Streaming-Schlüssel. Dann starten wir den Stream und dann gucken wir, ob dieses Szenario, dass wir quasi überlappende Livestreams habt, während das eine noch läuft, wird das nächste schon gestartet, ob das so funktioniert mit einem einzigen Streaming-Key. Wir waren uns nicht ganz so sicher und ich glaube, dass ich jahrelang falsch lag, dass das nicht geht. Ich möchte jetzt mit euch live testen, ob es geht oder ob es nicht geht. Und ja, das ist wirklich jetzt ein Live-Experiment. Ich kann euch sagen, ich weiß das Ergebnis nicht und ich möchte es mit euch probieren. Wir gehen mal ganz kurz auf unseren YouTube-Kanal und den zeigt der Mike schon. Da gibt es dann oben das Feld mit Erstellen und dann gibt es einen Livestream starten. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir planen, wie wir das bei einem Event machen würden, den Livestream. Und überraschenderweise geht es gar nicht zu planen. Es fängt schon mal gut an. Wir gehen nochmal zurück und sagen hier Verwalten. Und jetzt können wir Streams planen. So, und wir machen jetzt Folgendes. Wir machen einen neuen Livestream und sagen hier, weil wir den auch live und öffentlich machen wollen, dass wir das Test-Livestream nennen. Video folgt später. Live Stream 1. Video folgt im Laufe des Tages. Wir machen das nämlich alles öffentlich, damit wir es wirklich richtig sehen. Folgt im Laufe des Tages. So, Smiley dahinter. Das ist Test-Livestream Nummer 1. Ich kopiere mir das mal, damit wir das dann gleich haben. Wir sagen das so, wir sagen das über die Streaming-Software, das ist ganz klar, ne? damit wir es über ein Atem zum Beispiel streamen können. Dann haben wir ein Thumbnail, haben wir jetzt nicht, lassen wir irgendeins von uns, Playlist auch, Zielgruppe ist es nicht für Kinder und dann war es das, dann gehen wir weiter und dann sagen wir, es ist für alle zu sehen und ja, wir machen es ruhig für alle, das nehmen wir danach raus, also danach machen wir die erst versteckte Videos. So, und los geht's und dann sagen wir, es ist öffentlich und es ist heute 15:10 Uhr geht's los, also 15:05 Uhr machen wir mal so. Okay, 19.03. Das passt. 19.05. passt alles. So, los geht's. Jetzt machen wir Folgendes. Wir legen einen neuen Livestream an. Wir gehen wieder zu planen und sagen, hier sind noch übrigens viele, viele andere drin. Und deshalb ist das einfach zwar Quark, aber das ist so. Wo ist der? Löschen wir mal die anderen Livestreams. Das waren noch alles Test-Livestreams. Ich weiß gar nicht, wie die so viele entstanden sind. Die nehmen wir alle jetzt mal raus, damit wir hier nicht so viel Unsinn haben, damit wir das besser haben. Endgültig löschen. Mir ist bewusst, dass wir die löschen wollen. Zack, los. So, in der Zwischenzeit habe ich jetzt nur einen einzigen Schnitt mit euch gemacht, weil hier waren mir zu viele alte Livestreams drin, die mal getestet wurden oder geplant wurden. Deshalb habe ich die jetzt alle rausgeschmissen. Jetzt haben wir hier unseren einen Test-Livestream nur noch da. Und wir gehen jetzt auf das Stream planen und wir gehen jetzt auf neu, weil er nimmt jetzt immer nur so einen alten und sagen hier Test-Livestream 2. Video folgt am nächsten Tag, so. Und dann gehen wir hier runter. Es ist nicht für Kinder. Okay, den Rest können wir alles so lassen. Streaming-Software stimmt auch. Und wir sagen, das stimmt auch alles. Können wir alles so lassen. Das sollen alle Leute sehen. Unseren Test-Livestream. Und wir machen öffentlich. Und wir machen jetzt 15:10 Uhr. Wir simulieren das mal so. Oder 15:15 Uhr. So, fertig. Und dann müsste jetzt ein zweiter Test-Livestream dastehen gleich. Wenn wir zurückgehen.
Nein. Jetzt stehen zwei da. Ihr seht, manchmal muss man es aktualisieren. So, jetzt kommt der nächste Livestream. Jetzt machen wir den dritten. So, Gesundheit. Die Mandy bei uns hat sich gerade genossen und sie hat es wegen des Live-Videos hier unterdrückt. Aber ich habe es natürlich trotzdem mitbekommen. So, und den machen wir für 15.20 Uhr. Ist ja wurscht egal, weil, wie ihr vielleicht wisst, die Zeiten müssen nicht exakt stimmen, die ihr hier eingebt. So, wichtig ist noch für euch, automatisch starten, automatisch beenden, solltet ihr eine Regel aushaben. Es gibt Gründe, wann man es eingeschaltet haben sollte, aber jetzt nicht. So, wir haben jetzt hier drei Livestreams und wir haben eine Sache gemacht, wir haben den Streaming-Key nicht verändert. Das heißt, vielleicht noch für euch zur Info, der Streaming-Key, die Adresse bleibt immer gleich, wenn ihr einen Livestream nach den anderen anlegt. Das heißt, das können wir noch mal ganz kurz reingucken für alle Leute, die es interessiert. So viel Zeit soll sein. Wir zeigen mal ganz kurz das Ganze. Und ich lösche den aber danach für alle Freaks unter euch. Und das ist jetzt der Livestream 6x8WR. Und wir gucken jetzt einfach mal drauf und gucken zum nächsten Livestream und schauen, was wir da haben. Da haben wir auch 6x8WR, bla bla bla. Wichtig ist jetzt hier nicht zurücksetzen drücken für unser Experiment, weil das wäre jetzt doof, weil dann wäre das ganze Experiment hinfällig. So haben wir bei allen drei Livestreams den gleichen Streaming-Schlüssel hier. So. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt gehen wir bei uns ins Etem rein. Das ist nämlich das Gerät hier, von wo wir streamen. Tun den Livestream hier oben rein. Den Streaming-Key. Sagen, wir wollen es auf YouTube streamen. Halt, jetzt hat es nochmal rausgemischt. Wir machen mal Medium-Qualität. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Und jetzt starte ich den Stream am Etem. Das seht ihr jetzt hier. Ich könnte hier drauf drücken. Ich kann aber auch hier auf dem PC. Ich weiß nicht, welche Ansicht der Mike gerade zeigt. Aber ich starte jetzt am PC. Klicke drauf und der Livestream läuft. Jetzt gehen wir zu YouTube rein und müssten jetzt in allen drei Events ein Bild haben. Und wir haben ein Bild genommen von unserem von einem Hockeyspiel, was wir mal übertragen haben. Und das gucken wir uns das Ganze mal an. Gucken wir in den Livestream Nummer 1, der als erstes laufen soll. Und da gibt es schon hier das Hinweis eine gute Verbindung. Und da nicht wundern, manchmal dauert das hier ein bisschen, bis das kommt. Im Notfall muss man auch hier oben nochmal auf Reload drücken. Nochmal neu laden, bis das, wenn das nicht gleich kommt. Wir probieren es einfach mal. So, Bild ist da. Ob das jetzt besonders doll ist, weiß ich, ist mir erstmal egal. Hockey-Bild ist da. Klappt. Also beim ersten Livestream kommt das Bild. Beim zweiten Livestream kommt auch das Bild und kommt auch. Das ist erstmal noch relativ logisch. Das heißt, ich habe dreimal die gleiche Streaming-Key-Adresse und habe dreimal dann das Bild und dreimal dauert es jedes Mal ein bisschen, bis das dann geladen ist. Ich mache jetzt mal Reload, weil ich ein bisschen ungeduldig bin und da müsste jetzt eigentlich gleich das Bild hoffentlich kommen. Auch da seht ihr das Bild und beim dritten sollte das Ergebnis jetzt das gleiche sein. Auch da sagt er gut, sehr gute Verbindung. Das heißt, wir haben jetzt angelegt drei Livestreams zu unterschiedlichen Zeiten mit der gleichen Konferenzbild. Aber wir haben natürlich noch nichts gestartet, weil theoretisch gesehen hat unsere Konferenz noch nicht angefangen, weil die soll erst 15.05 Uhr anfangen. Und hier unten seht ihr, es ist 15.02 Uhr. Das ist erstmal schon recht logisch. Und warten wir mal, dass wir hier auch noch das Bild sehen, dass ich euch zeige, dass das geht. So, das geht auch. Hier gibt es auch das Bild zu sehen. Passt also alles wunderbar. Jetzt gehen wir zurück zum Livestream Nummer 1, nämlich zum Programmpunkt Nummer 1. Und dann sagen wir hier, okay, das Ganze startet jetzt. Und zwar los geht's jetzt. Gibt es gerade eine Ecke, interessiert uns aber heute nicht. Und der Livestream startet. Jetzt stellen wir uns vor, also Keynote-Speaker spricht, bla bla bla, blub blub blub. Und das Ganze funktioniert so. Wir haben die Verbindung da. Wir haben jetzt theoretisch gesehen, wir streamen das ja öffentlich, aber theoretisch gesehen weiß ich nicht, ob irgendwelche Zuschauer zugucken. Wir nehmen es danach aber wieder runter von unserer Seite. Ich will aber nur das euch schön zeigen, der ganzen Sache. Jetzt meckert er ein bisschen rum, sagt keine Daten, was mich ein bisschen wundert, weil eigentlich meckert das Etem nicht. Wir gucken mal ganz kurz auf die Software-Control vom Etem, ob die meckert. Die meckert nicht, was den Stream angeht. Das ist die Kamera 3. Können wir mal ganz kurz gucken. Die sagt, dass sie es rauscheckt. Hier sagt aber hier keine Daten.
Was ich ein bisschen verwundert, jetzt sagt er wieder gute Verbindung, passt also auf der Kamera. Zwei, jetzt sagt er wieder sehr gute Verbindung und der Stream läuft und so. Manchmal von solchen Fehlermeldungen von YouTube nicht verunsichern lassen. Alles, was gelb ist, erstmal sowieso. Zwar nett zu wissen, zum Beispiel, wenn ihr dann ein Standbild sendet, dann sagt er manchmal, oh, die Daten sind sehr gering und so. Erst wenn es rot wird, wird es ein bisschen problematisch. Solange fasst ihr das Ding bitte nicht an. Aber das klappt. Jetzt sind wir so weit, dass wir sagen, okay, der Redner redet und wir nähern uns gleich Programmpunkt Nummer 2. Wir gehen jetzt zurück zu Programmpunkt Nummer 2, aber vielleicht zeige ich euch vorher mal das Ergebnis auf unserem YouTube-Kanal. Wir gehen mal auf meinen Kanal, zack, 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 zack und sagen hier meinen Kanal und ihr seht, wir sind hier oben live on air. Klick mal drauf, sehen wir das Bild, klappt also. Ganz gut, können wir mal ein Like geben, ne? So zack, wie ihr das bei diesem Video gerne auch machen könnt. So, das lassen wir mal so offen, aber wir gehen mal wieder auf den YouTube-Tipps und Livestreaming-Technik. Ihr seht, der erste Livestream läuft hier. Den hätten Sie vielleicht noch mit einer anderen Thumbnail belegen können, dann hätte es noch ein bisschen leichter, aber wir merken uns hier einfach die Nummer 1. So, Experiment geht weiter und zwar ist jetzt Folgendes passiert. Der Redner Nummer 2 bereitet sich schon vor und er startet in wenigen Sekunden und wir gehen jetzt schon mal hier hin. Und jetzt kommt eine spannende Geschichte. Ihr seht, Streaming-Schlüssel duplizieren. Wähle einen neuen Streaming-Schlüssel aus, um den Livestream zu starten oder weg zum alten. Das ist die Diskussion, die wir gehabt haben. Ich drücke jetzt trotzdem mal knallhart auf Livestream starten. Und dann ist nämlich die Frage, was passiert. Vielleicht habe ich doch recht gehabt. Er sagt uns jetzt, der Livestream läuft, überraschenderweise. Also jetzt heißt, wir müssten jetzt auf der Startseite, obwohl er jetzt eben gerade gemeckert hat, dass wir zweimal den Livestream haben, müssten wir jetzt hier zwei Livestreams haben. Ich aktualisiere die Seite. So, und ihr seht, es läuft. Wir gehen auf Livestream Nummer 2 und auch das ist. Jetzt ist also in der Veranstaltung so, dass wir halt, kommt da Werbung? Kommt wahrscheinlich Werbung gerade. Ach, da kommt die Werbung von YouTube. Okay, alles klar. Wir gehen jetzt zu Livestream Nummer 1 und jetzt ist der Programmpunkt zu Ende. Das heißt, wir beenden den Stream, weil die Werbung ist zu Ende. Gucken wir mal, was jetzt passiert hier. Und wir müssten vielleicht noch eine Sache machen. So, das läuft immer noch, wunderbar. Und wir haben hier beim Livestream Nummer 2 auch wieder das Spiel. Und wir gehen nochmal zum Livestream Nummer 1 zurück, ob der auch noch alles in ordnungsgemäß läuft. Das heißt, ich habe zweimal jetzt den gleichen Livestream mit dem gleichen Streaming-Key on air und es läuft das identische Bild. Sie haben beide nur einen unterschiedlichen Titel. Und jetzt ist natürlich der erste Redner zu Ende. Jetzt können wir uns Zeit nehmen, mal das Ganze zu sperren. Und wir gehen jetzt zum Livestream Nummer 1 rein und sagen Stream beenden. Das passt, beenden wir das Ganze. Und dann könnten wir es noch bearbeiten, aber wir haben jetzt keinen Zuschauer gehabt, schließen und gut ist. So, Stream beendet, offline. Genau so soll es sein, das passt. Und jetzt gucken wir auf die Webseite des Kanals. Jetzt haben wir nur noch den einen Test-Livestream Nummer 2, weil wir sind bei Programmpunkt Nummer 2. Spielen wir das Ganze nochmal durch und spielen jetzt das gleiche Spiel nochmal. Jetzt merken wir, Programmpunkt Nummer 3 ist im Laufen, fängt gleich an. Und wir wollen aber nicht den schließen, weil wir haben keine Zeit, den zu schließen und den zu starten, weil das geht jetzt ein nahtloser Übergang. Also starten wir dem zuerst und dann meckert er wieder. Streamschlüssel duplizieren, wähle einen neuen Streamschlüssel aus, um einen Livestream zu starten oder wechsle zu, was schreibt er denn eigentlich hier hin, was wir noch machen? Oder wechsle zu, das hat er zum einen, ach so, seht ihr, da hat er jetzt, da wollte er jetzt das Wörterchen wechseln, nee, wollen wir nicht, wir machen das einfach knallhart weiter. Oder wechsle zu, ah, er will, dass wir zum anderen Stream gehen, aber das wollen wir nicht, nee, wir starten jetzt diesen Livestream auch wieder. Und dann haben wir jetzt auch hier wieder auf dem Kanal, jetzt müssten wir theoretisch Test-Livestream 2 und Test-Livestream 3 haben. Spannend ist, aber das teste ich jetzt nicht aus, wie viele Livestreams wir denn dabei haben dürften, aber zwei haben wir jetzt schon gesehen, geht. Aber wir machen doch noch den Spaß und gönnen uns einen dritten. Ich plane noch mal schnell einen. Die anderen beiden sind ja schon weg. Der erste ist weg, weil der nicht mehr neu ist. Wir planen jetzt noch einen dritten und sagen hier, jetzt habe ich gar nicht mehr den Text. Das ist jetzt Test 4, ganz einfach nur so ganz schnell. So, und sagen hier, zack, zack, öffentlich,
jetzt haben wir 15.10 Uhr, jetzt machen wir mal 15.25 Uhr, ist wurscht. Aber das ist wirklich egal. Das heißt, wenn ich das jetzt vom Learning, jetzt gucken wir mal ganz kurz nach, der hat immer noch den gleichen Streaming-Key, den kopieren, der ist ja noch im Zwischenspeicher drin. Und nö, dann können wir jetzt Folgendes machen. Dann können wir den eigentlich gleich zurückgehen und können zu Test 4 gehen. Und der sagt auch, gute Verbindung. Ja, und wir starten auch den Test 4. Jetzt müssten wir 3 Livestreams mit dem gleichen Inhalt haben auf unserem YouTube-Kanal. Probieren wir mal aus. Naja, zeigt uns nur 2 an. Aber Test 4 läuft auch und ist auch öffentlich. Jetzt gucken wir mal ganz kurz zu live. Vielleicht wird das nicht... Hier wird Test 4 zumindest angezogen, aber auf der Übersicht scheinen... Doch, wird er auch angezeigt. Seht ihr? Jetzt haben wir 4 identische Lives, 3 identische Livestreams auf einem Kanal mit einem Inhalt. Das macht natürlich so keinen Sinn. Aber was wir uns merken können, ist, für überschneidende Geschichten kann man es riskieren, mit einem Streaming-Key das zu arbeiten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe bis vor kurzem noch einen anderen Tipp gegeben. Bitte macht 2 Streaming-Keys. Und dass ihr das ein bisschen unterscheiden könnt, dem ist nicht so. Das heißt, wir haben jetzt 3 Streaming-Keys, 3 Streams mit einem Streaming-Key laufen. In welchen Sachen macht es Sinn, mit 2 Streaming-Keys zu arbeiten? Natürlich in der Geschichte, dass wir sagen, wir haben 2 verschiedene Sprachen, einmal Deutsch, einmal Englisch. Dann müsst ihr darauf achten, dass ihr 2 Streaming-Keys nehmt, weil sonst kommt ja alles rauf und dann kommt alles durcheinander. Also da müsst ihr in diesem Fall darauf achten, wenn ihr mit Übersetzungen arbeitet. Dann müsst ihr unterschiedliche Streaming-Keys geben. Und ansonsten macht es keinen Sinn und es macht an der Stelle noch ein bisschen gefährlicher, dass man versehentlich den falschen Stream aktiviert. Stellt euch vor, ihr habt eine Konferenz mit 10 Programmpunkten, ne? Und ihr kommt in der Darstellung des Live, wie nennt sich das eigentlich, des Live-Studios, auf eine falsche und aktiviert die falsche. Dann ist es nämlich ganz doof, weil dann ist der vorausgegebene Link nämlich nicht mehr reproduzierbar, dann ist es halt weg. Also da müsst ihr drauf achten, ne? Aber ansonsten passt das. Und jetzt machen wir Folgendes, jetzt beenden wir die Streams nach und nach. Stream Nummer 2 wird jetzt beendet. Können wir einfach drauf gucken. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht warten, bis das Bild erscheint. Aber es ist schon da. Beenden wir. Zack. Und dann schließen wir das Ganze. Und jetzt haben wir nur noch 2 Streams laufen. Nämlich die und die. Gucken wir nochmal. Machen wir den Gegencheck. Aber der wird auch stimmen. Das passt. Und jetzt beenden wir natürlich die anderen Streams auch nach und nach. Stream beenden. Und das ist so. Das heißt, wir brauchen uns von der gelben Warnung nicht irritieren lassen, wenn wir sagen, wir haben einen vierten Stream. Seht ihr jetzt, das passiert nämlich dann auch. Jetzt gucken wir mal, aktualisieren wir mal das Ganze. Nein, hier ist er nämlich noch da. So, jetzt war ich nur ein bisschen zu schnell. Das heißt, wir müssen uns von dieser gelben Warnung nicht irritieren lassen. Einfach zweimal drauf losstreamen und los geht's. Und schon passt das Ganze. Hier ist unser Stream Nummer 4, Test 4. Und auch diesen beende ich. Also, halten wir noch mal fest. Für das Szenario, dass ihr nicht den ganzen Tag streamen wollt, sondern für die einzelnen Events einen Stream haben wollt und wenn ihr nicht genügend Zeit habt, den einen zu beenden, den neuen anzufangen, arbeiten wir mit einem Streaming-Key, nehmen den ganzen Tag, achten darauf, welchen Event ich gerade starte und damit funktioniert das Ganze. Und wenn ihr natürlich, wie gesagt, andere Inhalte habt, dann müsst ihr bitte mit 2 verschiedenen Streaming-Keys arbeiten. Das geht natürlich nicht, aber hier haben wir ja nur eine einzige Quelle gehabt, nämlich diesen Atem. Und jetzt der Mike nochmal kurz zeigt, diesen kleinen Atem, wer das gestreamt hat. Den können wir übrigens auch auf Off jetzt machen, aber ihr seht, das hat sowieso keine Auswirkung. Jetzt hätten wir nur kein Vorschaubild mehr. Und dann macht es halt Sinn, das Ganze so zu tun, wenn wir also sagen, wir haben nur eine Quelle, dann können wir mit einem Streaming-Key den ganzen Tag bearbeiten und können das sicher hinkriegen, aber aufpassen, welchen Stream ihr startet. Weil wenn der einmal gestartet ist, kriegt er diese URL von dem Stream nicht mehr kopiert, dann ist er weg. Dann muss es passen. Also das heißt, ihr müsst echt extrem aufpassen, wenn ihr das Ganze tut. So, das ist das und das funktioniert also überraschenderweise recht gut. Und da muss ich meine eigene Meinung, dass ich dachte, wir brauchen unterschiedliche Streaming-Keys, muss ich dazu revidieren. Manchmal hat man einfach Erkenntnisse, die neu sind und die einen wirklich bei YouTube überraschen. Ich bin der Meinung, es geht schon eine ganze Weile so, aber wir haben das noch nie so richtig bewusst uns wahrgenommen, dass das so funktionieren kann. Und merken,
Gleiche Zeit, unterschiedliche Inhalte, bitte zwei verschiedene Streaming-Keys, ganz, ganz wichtig. Also Deutsch, Englisch, wenn ihr zwei Streams laufen lassen wollt, dann braucht ihr auf jeden Fall zwei unterschiedliche Streaming-Keys. Und ich mache jetzt noch eine Sache, mache ich jetzt noch schnell bei uns im Live-Studio. Für alle Freaks, die jetzt meinen, sie können zu uns hinstreamen, zumal das sowieso nicht so einfach geht, wir ändern jetzt hier mal, ich setze jetzt mal den Livestream zurück, den Streaming-Schlüssel zurück. Und dass wir dann auf jeden Fall einen neuen Streaming-Schlüssel beim nächsten Mal haben. Gut. Jetzt haben wir doch noch einen kleinen Schnitt bei uns ins Video reingemacht, weil wir haben uns danach über das Ergebnis unterhalten und es gibt noch einen Aspekt, den wir beachten sollten, und zwar die Latenz von YouTube. Hier im Studio, was der Mike vielleicht noch mal ganz kurz zeigt auf der Kamera, das hat immer eine Latenz von theoretisch gesehen 30 Sekunden, je nachdem auch was hier unten eingestellt habt, manchmal vielleicht auch mehr, aber in der Regel muss ich sagen, kommt man mit 30 Sekunden ungefähr recht gut hin. Heißt aber auch, wenn ihr wirklich einen schönen, sauberen Anfang haben wollt von dem neuen Event, dann müsst ihr ziemlich genau gucken, wann ihr das hier starten wollt oder nicht. Idealerweise irgendeinen Kameraschnitt machen an der Stelle, dass man dann hier oben auf Start drückt, bevor man das nicht, wenn man das macht. Und auch beim Ausschalten des alten Streams müsst ihr auch darauf achten, was auch schon uns früher mal passiert ist, ist, dass wir zu zeitig Stopp gemacht haben, weil in dem Raum war es zu Ende. Aber hier, was bei YouTube angekommen war, war es noch kurz beim Schlussapplaus. Deshalb, da müsst ihr bitte noch drauf achten. Und jetzt mache ich gleich die Abmoderation, die wir vorher aufgezeichnet haben. Das war's von unserer Seite. Es gibt ein neues Video, was ich auch produziert habe, was heute auch veröffentlicht wurde zum Thema Streaming, nämlich vom Hockey überraschenderweise, Streaming mit einem Solarpanel, dass das auch Ganze ohne Stromanschluss funktioniert. Das Ganze gibt es hier. Und wer sich noch dafür interessiert, unser Mike hat neulich mal ein wunderschönes Video gemacht, was auch sehr populär ist zum Thema das Handy als HDMI-Monitor verwenden. Das Ganze verlinken wir euch jetzt auch. Und damit entlasse ich euch. Ich freue mich über ein Abo. Bis bald.